Der Familienpapi, der nicht nur auf seine Interessen aus ist, sondern primär auf die seiner Familie, der fährt in einem Fahrzeug wie diesem vor. Und hat dann dabei natürlich auch noch, so wie ich jetzt gerade in diesem Fall, eine Mütze inklusive Cappy an. Ja, Leute, tut mir leid, es ist kalt. Deswegen brauche ich eine Mütze ohne Haare. Aber irgendwie muss ich ja meinen Online-Shop bewerben. Denn diese Mützen hier, diese Cappys, kommen viel zu kurz, liebe Freunde. Das sind nicht die Velour, die ich immer anhabe, sondern die normalen. Also bitte einfach mal vorbeischauen auf carmaniac-shop.de. Und dann erbarme ich mich vielleicht, mir das im Laufe des Reviews noch auszuziehen, damit ich nicht so dämlich ausschaue. So wie bei New Kids Turbo. Aber das kennen meine Zuschauer wahrscheinlich nicht. Schreibt in die Kommentare, ob ihr New Kids Turbo kennt. Und dann zeige ich euch ein Auto, auf das ich hier bei diesem wirklich beschissenen Wetter stolz bin, dass diese Kälte wieder kompensiert, wo es warm ums Herz wird. Denn kurz nach dem MG5 präsentiere ich euch ein weiteres Fahrzeug, hochgradig familienorientiert, mit meiner Meinung nach dem besten Familieninnenraumkonzept, das es im Elektrobereich gibt. Und das ist das, was ja fehlt. Kombis, praktische Autos, erschwinglich. Ob der dann erschwinglich ist oder nicht, das klären wir auch noch. Ganz, ganz Tolles habe ich vor mit euch. Aber nicht jedes, beziehungsweise kein Auto ist perfekt. Und auch hier ist dann nicht jeder Punkt perfekt. Wo ich dann auch noch traurigerweise sehe, dass Citroën es ja eigentlich sogar noch besser kann. Also warum hier nicht? Ist halt die Frage, ob euch das dann so wichtig ist oder ob ihr vielleicht sagt, pfeift drauf, das ganze Auto ist einfach stimmig, so wie es ist. Werden wir klären. Deswegen, liebe Mamis und Papis mit Familie, setzt euch auf die Couch, projiziert das Video direkt mal auf den Fernseher am allerbesten, holt euch ein bisschen Popcorn, vielleicht eine Cola und dann präsentiere ich euch den Citroën e-Berlingo mit all seinen Facetten hier bei Carmaniac. Ihr macht mir nur noch einen Gefallen, abonniert den Kanal. 300.000, das ist die nächste Marke, die wir zu knacken haben. Das schaffen wir in ein paar Monaten, denke ich mal, wenn ihr fleißig mithelft. Und dann, los geht's. Also, technische Daten. Dazu kommen wir später beim Fahren, denn da wird es dann wichtig und da sehe ich dann auch Vor- und Nachteile bei der ganzen Sache. Aber das ist ja immer so bei jedem Auto. Mein EQS, der da hinten parkt jetzt gerade und lädt, ne, der hat ja halt auch so seine Nachteile, ne, wo man dann sagt, okay, wie zum Beispiel der Preis, da bringt das alles nichts. Hier ist es natürlich preislich eine ganz andere Sache. Und optisch muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist jetzt halt kein Sportwagen und das ist jetzt halt nicht so das. Aber ich fand Citroën schon immer schick. Ich fand halt die Franzosen allgemein schon immer schick. Und dafür, dass es halt so ein Caddy-Design ist, finde ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht schlecht. Ich mag auch Pfiff. Ich habe mir extra den hier ausgesucht in der Farbe. Es gab noch so ein Kackbraun. Ein Silber gab es, ist auch so ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich gesagt, warum nicht das hier? Das ist nämlich Sandbeige. Und dann hier mit diesen orangenen Akzenten. Das ist pfiffig, das passt einfach zu einer jungen Familie, dass auch die Kinder das Auto gerne angucken. Meine Tochter zum Beispiel, wenn ich manchmal Testwagen da habe, sucht sich dann aus, hey, können wir mit dem Lalala fahren. Und also Kinder haben da auch irgendwie so ein Willen diesbezüglich und da bringt das halt ein bisschen Pfiff mit rein. Wir sehen hier diese schlanken Scheinwerfer. Die fallen ja direkt mal ins Auge, wo man sagt, hey, schlankes Design, also Zukunft, LED, boah. Aber jetzt, es soll jetzt eine Zugbremse imitieren. In der Emotion des LED haue ich euch jetzt nämlich gleich mal was rein. Ihr kennt doch den Spruch, keine Macht der Schildkröte, ja? Dieser Pulli, den es auch im Onlineshop gibt. Das heißt, keine Macht der Schildkröte. Die Schildkröte erscheint ja im Display beim Elektroauto, wenn man einen sehr niedrigen Batteriestatus hat. Deswegen habe ich ja diesen Spruch eingeführt. Eigentlich wäre noch viel wichtiger der Spruch, keine Macht dem Halogen. Wisst ihr warum? Weil Halogen einfach für mich das überholteste ist an etwas, das man an einem Auto verbauen kann. Ich mag es nicht. Und ich sage euch auch, warum. Halogen hat nicht die Leuchtkraft wie LED. Halogen sieht optisch einfach nicht so aus wie LED, weil es hat halt diesen Gelbstich. Und ich meine, wir kannten das sehr lang, weil es Autos nur so gab. Aber irgendwie wirkt das altbacken. Jetzt hat man natürlich noch das Glück, dass man hier oben dieses Tagfahrlicht hat, ja? Aber das unten, das geht halt gar nicht. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, Citroën, bitte, 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 macht
jetzt bei dem Modell wird es nicht mehr gehen, aber beim Facelift bitte LED. Das ist einfach nicht schick. Nur weil ein Vater pragmatisch denkt und sagt, okay, ich verzichte halt, weil ich 3 Kinder habe oder 2 Kinder, und das Thema 3 Kinder wird hier sehr zum Pluspunkt kommen. Ich verzichte dafür halt auf eine schnittige Form. Ich fahre so einen Kastenwagen, aber nehmt ihm doch bitte nicht solche eleganten Sachen wie LED. Ich meine, das ist ja der Hauptscheinwerfer. Das hier ist ja nur das Tagfahrlicht. Und damit ist das schon wirklich ein Minuspunkt, muss ich an der Stelle sagen. Frank, jetzt kommen wir mal zu einer guten Nachricht und einer schlechten Nachricht, wobei die schlechte gar nicht so schlecht ist. Denn die schlechte Nachricht, wenn wir jetzt mal so, also bei anderen Autos ist es eine schlechte Nachricht, bei dem hier nicht. Hier ist der Motor vorne drin und hier haben wir auch dementsprechend keinen Frunk. Ja, hätte man ja machen können. Hier hätte sogar noch so eine kleine Wanne drüber gepasst. Verstehe ich auch nicht, warum man es nicht macht. Aber die gute Nachricht ist, dass die schlechte keine schlechte ist, weil bei so viel Laderaum, was euch bei diesem Auto erwartet, braucht ihr keinen Frunk. Vertraut mir. Und wenn ihr denkt, Laderaum ist das Einzige, was möglich ist, dann habt ihr euch getäuscht. Denn hier gibt es so viele versteckte, coole Gimmicks und Tricks, dass ihr euch wundern werdet. Wandern wir jetzt mal vom vorderen Teil des Autos weiter hinter, wo ich vorhin beim Autozumachen hängen geblieben bin, dass ihr euch nicht wundert, dass hier dieser Faden raushängt an der Jacke. Auch hier noch mit diesem orangenen Akzent, XTR. Das X steht hier übrigens nicht für Allrad. Nein, wir haben den Motor vorne. Dementsprechend wird auch die vordere Achse angetrieben. Editionen. Es gibt 4 Stück. Ich blende euch dann auch mal später die Preisliste ein, damit ihr da einen schönen Überblick habt. Da seht ihr auch den Namen der Editionen. Schein ist die höchste. Und das ist dann nicht mehr Schein als Sein, weil da ist auch zum Beispiel 17 Zoll das höchste der Gefühle. Hier haben wir sogar tatsächlich nur, wie viel Zoll haben die denn? Die sind extrem klein. Das sind die 17er. Ja, seht ihr? Sieht halt klein aus. Ne? 17 Zoll, deswegen nicht mehr Schein als Sein. Türkonzept ziemlich einfach. Ich zeige ihn euch gleich von innen. Da wird es nämlich richtig interessant. Klar, ganz normal. Dann hier eine Schiebetür. Machen wir gleich auf. Dachlast. 100 Kilo. Das ist top. Normalerweise sind das ja 75. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache, weil das macht den Wagen umso nutzbarer. Jetzt kommt natürlich gleich die Frage der Anhängerkupplung hinten, wenn man den Wagen von hinten sieht. Aber diese Frage muss ich euch gar nicht beantworten. Das wird euch euer Auge beantworten, denn ihr seht ja hier schon eine Anhängerkupplung. Und diese ist zu einem Aufpreis von 350 Euro erhältlich und hat dann eine Anhängelast oder bietet eine Anhängelast von 750 Kilo. Das heißt, wenn ihr den Francesco in so ein 60 Kilo Carbon-Gefäß reinsetzt, dann könnt ihr ihn gerade so hinter euch herziehen. Also 750 Kilo Anhängelast. Ist gut. Also, hey, das ist ja jetzt nicht die Autoklasse, wo ich vorhin habe einen Bentley Bentayga gesehen mit britischen Kennzeichen. Der hat einen riesen Wohnwagen hinter sich hergezogen. Das ist jetzt nicht die Fahrzeugklasse, mit der man einen riesen Wohnwagen herzieht. Aber für so Anhänger, vielleicht auch für so Hobbysachen oder so einen großen Fahrradträger, das ist doch top, oder? Dann fangen wir jetzt mal mit hinten an, jetzt mit dem Kofferraum, wenn ich ihn gleich aufmache. Kurz zur Heckansicht. Hier ist eigentlich nichts, es ist ja jetzt kein emotionales Auto. Es sieht schick aus, gefällt mir. Also ich finde den Caddy aber auch schön von Volkswagen, den neuen mit dem Facelift, mit diesen Lichtern hier, ne? Aber den gibt es halt nicht elektrisch. Und da wären wir wieder bei dem Thema, warum nicht? Die können es ja auch hier bei Citroën. Machen wir mal auf. Ja, kleiner Wermutstropfen. Das ist nicht elektrisch, aber sei es drum. Und dann erwartet euch hier Folgendes. Wir haben das jetzt hier schon mal so ein bisschen bepackt. Und hier fängt die Magie an. Die Magie für Familien. Ich muss da ein bisschen so eine Anekdote bringen, weil wir sind gerade in dieser Problematik. Wir haben 3 Kinder. 2 15 Monate alte Jungs, eineiige Zwillinge und eine 5-Jährige. Und als die Nachricht kam, dass die Zwillinge kommen, standen wir vor der Frage, vor der viele stehen, welches Auto sollen wir nehmen, gerade im elektrischen Bereich? Weil ich als überzeugter Elektromobilist wollte unbedingt, dass meine Frau elektrisch fährt. Und es gab nicht so wirklich was und sie wollte keinen Van und das habe ich auch verstanden. Jetzt merken wir, dass wir ein bisschen an unsere Grenzen kommen mit dem Q7 Plug-in-Hybriden, mit dem sie rein elektrisch fährt. Der hat 3 Sitze hinten mit Isofix-Punkten, aber wenn die Sitze nah beieinander sind, diese Kindersitze, kannst du kaum den Anschnallgurt betätigen, weil die Sitze deine Hand daran hindern, vor allem eine große Männerhand. Und dann Kofferraum, gut, da können wir nicht klagen, aber dafür musst du erstmal 100.000 ausgeben, Nummer 1 und Nummer 2, es ist halt nur ein Plug-in-Hybrid mit einer mickrigen Reichweite von 40 Kilometern. Hier ist diese Hutablage. Wenn wir diese weglassen und bis nach oben räumen, haben wir hier knapp
755 Liter Kofferraumvolumen. Und das ist doch mal eine Ecke, oder? Was meint ihr? Wenn ihr jetzt sagt, Moment, der ID.Buzz, der hat doch 1100, ja? Der ID.Buzz ist aber auch nicht nur 4,40 Meter lang, Nummer eins. Und der ID.Buzz, obwohl er so lang ist, bietet gewisse Dinge nicht, die dieses Auto hier innen nämlich schon bietet. Und das dann natürlich auch noch für weniger Geld. Kann ich hier aber eigentlich stehen? Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man das Auto belädt. Also ich kann hier zum Beispiel nicht stehen. Ich bin 1,88. Ich muss so stehen. Meine Frau könnte hier mühelos, die ist 1,56. Aber ist auch so ein Punkt, ne? Was haben wir denn hier jetzt alles drin? Da kann man natürlich noch wesentlich mehr reinpacken. Ihr nehmt nämlich diese Hutablage weg. Ihr seht, das geht ziemlich easy. Die kann man dann so einfach rausziehen. Und ja, wenn ihr mit der Familie verreist, aus Erfahrung, könnt ihr die eigentlich getrost zu Hause lassen, weil man hier dann umso mehr Möglichkeiten hat, nach oben zu stapeln. Ja? Dann sind es nämlich 755 Liter, wenn ihr nach oben stapelt. Wir haben hier einmal einen Koffer. Wir haben hier Windeln einfach mal reingemacht. Ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus in der Toskana mietet für so zwei Wochen oder sowas, dann nimmt man ja auch Windeln mit. Würden wir ja auch nicht anders machen. Dann haben wir hier den Juice Booster. Mobile Ladelösung ist bei mir immer mit dabei und ja, für den mache ich Werbung, weil ihr kriegt den erstens vergünstigt durch mich und zweitens kriege ich dafür eine kleine Provision. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich empfehle euch das Ding, was einfach verdammt gut ist und ich zeige euch auch warum. Ich nehme euch jetzt mal mit, diese paar Sekunden müssen sein, weil wisst ihr warum? Einige schreiben immer in die Kommentare, ja, es gibt auch andere Ladelösungen, die kosten weniger, dann kauft die doch. Es zwingt euch ja keiner dazu. Aber zu sagen, der Juice Booster ist sinnlos, weil er teuer ist, das kann man so nicht unterschreiben, denn das ist dafür gedacht, dass man halt mal unterwegs lädt, am Hotel oder an einem Ferienhaus. Da könnt ihr natürlich immer fragen, mit dem Elektroauto haben Sie eine rote oder blaue Steckdose, oder generell eine Steckdose. Und schaut euch mal hier das an, die Juice Booster habe nicht alle ich hier mitgebracht und in den Rasen geworfen, sondern Citroën nutzt diese auch. Hier liegen überall Juice Booster, die halt dann an diesen roten Drehstromsteckdosen angeschlossen sind und hier die Autos laden, wie zum Beispiel auch meins. Ja? Mache ich jetzt nicht mit meinem, sondern die haben hier direkt angeschlossen. Deswegen ist das gut. Es ist robust, wasserdicht, wetterfest, Hitze, Kälte. Deswegen ist das so cool. Also eine mobile Ladelösung, auch wenn es nicht der Juice Booster ist, empfehle ich euch wirklich sehr, weil man damit halt einfach auf der sicheren Seite ist, unterwegs. Ne? Okay, dann kommen wir mal zu den restlichen Sachen im Kofferraum. Wir gucken mal nämlich, was ist das jetzt eigentlich auch für ein Kinderwagen, so von der Größe her. Wir haben nämlich zum Beispiel einen Zwillingskinderwagen und da braucht man natürlich auch umso mehr Platz, das ist ja klar. So, hier haben wir die ganzen Windeln. Das ist eigentlich auch Gaga, ne? Hier kriegen die mega Werbung von mir. Ne? Ja, manchmal muss man den Tod sterben. So viel dazu, Leute. Ne? In so einem Video ist sowas viel wert. Monetär gesehen. Aber ich werde jetzt nicht den Namen der Windeln abkleben. So, hier haben wir diesen Kinderwagen und der ist doch schon relativ groß. Ich möchte ihn jetzt nicht rausnehmen, weil ich bin absolut untalentiert mit auseinander und wieder zusammenklappen. Möchte ich schon mal so spoilern. Aber das ist halt so ein Single-Kinderwagen, passt gut rein. Ein Doppelter wird natürlich mehr Platz in Anspruch nehmen, passt hier aber auch rein. Ich habe ja unseren doppelten Kinderwagen, also unseren Zwillingskinderwagen auch noch im Kopf. Und hier kann man also deutlich mehr reinräumen. Wenn ihr jetzt sagt, boah, da fehlt mir ein bisschen was, dann könnt ihr natürlich entweder zu einem anderen Fahrzeug bei Citroën greifen, das ich euch auch noch zeigen werde. Oder aber ihr sagt, ich mag diese kompakten Abmessungen, dann habe ich hier eine Überraschung für euch. Schaut euch mal das an. Ist das nicht geil? Das ist einfach mal ein verstecktes Staufach. Da könnt ihr so viel reintun. Also jetzt nicht nur dieses kleine Ding hier, so, ne? Dieses Wasser-Windmühlenspiel, sondern da habt ihr maximal 10 Kilo Zuladung, steht ja auch da, weil diese kleinen Seile das halten. Das ist der Grund dafür. Aber es ist viel Platz, da kann man ordentlich was reintun. Zusätzlich zu dem, dass ihr das hier habt. Und das finde ich wirklich clever gelöst. Ich mag diese Cleverness wirklich sehr. Und das ist für mich in meinen Augen schon viel Platz. Jetzt kommen wir zum Innenraum, wo wir schon mal Kindersitze drin haben und natürlich auch ein Baby für euch zum Sehen. Ne? Damit ihr euch das am besten vorstellen könnt, habe ich hier keine Kosten gescheut, es hat mich keinen Cent gekostet, Mühe gescheut, die Leute von Citroën hin und her zu hetzen, damit sie mir das hier einbauen. In diesem Beispiel ein größeres Kind, ein mittleres Kind und ein ganz kleines Kind. Bei uns wären das jetzt zwei solche Stationen, so haben wir unsere Zwillinge, weil 15 Monate alt. Das hier wäre jetzt in diesem Fall ein bisschen jünger. Ich wollte es singen lassen, so, aber es bewegt den Mund nicht. Geht nicht, leider. Man hat mir gesagt, das wäre mein Minimi. Ist das gruselig? Abonniert den Kanal.
Bitte abonniert den Kanal, sonst kann der Chris seine Familie nicht versorgen. Okay. Sah das gruselig aus? Ich hoffe doch. Das hier ist der Affe, den ich einbaue hier, so als Kuscheltier für meine Tochter. Das ist die Produktplatzierung für meine Tochter, denn sie möchte immer, dass ich diesen Affen mit dabei habe, wenn ich auf Reisen bin. Und ich bin über Nacht weg, also habe ich ihn dabei. Damit kuschelt jetzt das Baby. Affi heißt der, hat sie mir extra für unterwegs gekauft. Und ja, dann kann man hier zum Beispiel so drehbare Sitzkonzepte, ne? Das ist ja immer sehr gut für den Rücken, speziell für kleinere Frauen oder kleinere Männer meinetwegen, die halt jetzt nicht hier so sich verrenken wollen, zumal ja auch diese Tür relativ eng, also es ist jetzt nicht so breit, dieser Zugang, als dass ich hier jetzt beliebig, auch ich, also gerade ich auch, als 105 Kilo Koloss mittlerweile, hätte hier so ein bisschen Schwierigkeiten, das rauszunehmen, das Kind. Also so ein drehbares System ist da schon sehr gut. Ist die Frage, könnte ich jetzt hier zum Beispiel das mittlere Kind anschnallen? Weil ich will es ja anschnallen. Bleib du mal da, Francesco. Und ich mache hier mal die Tür auf. Ja, das ist halt immer das Problem. Also das möchte ich euch nicht verheimlichen. Aber ihr seht ja schon, hoppala, hier sind ja drei Kindersitze drin und jeder einzelne Sitz hat eine Isofix-Anbindung, einen Isofix-Punkt. Und das ist schon mal viel wert. Da quält man sich auch mal durch die Tatsache, dass ich jetzt wirklich extrem Schwierigkeiten habe, wenn hier jetzt meine Tochter Celeste sitzen würde, sie anzuschnallen, hätte ich das gleiche Problem wie in unserem Q7. Meine Hand passt hier einfach nicht durch. Seht mal hier, das ist durch diesen, weil diese Sitze sind ja hier ausgestellt seitlich, nee, um eben halt zu stützen. Und ich wirklich, also ich komm nicht ran. Das ist das Problem. Also entweder man hat halt so große Brecher, wo die Leute dann wie bei dem Kia EV9 sagen, warum braucht es so große Stadtpanzer im Parkhaus? Ja, es gibt aber nun mal Menschen, die nicht im Parkhaus parken. Ich parke eigentlich selten im Parkhaus. Und aber Familie haben und den Platz brauchen. Und wenn wir jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Karosserie hätten, seitlich, also nach links und rechts, könnte man hier, also ich, ja, es geht schon irgendwie, aber ganz ehrlich, hier sind ja eigentlich die Beine des Kindes, das darfst du auch nicht vergessen. Ich darf mich auch nicht auf mein Kind draufstützen. Schaut mal, ich versuche jetzt wirklich jetzt, so, jetzt ist der Gurt drin. Aber das ist doch ein Heckmeck, den möchtest du nicht machen. Und hast du jetzt noch eine Uhr an, dann musst du die ausziehen, wenn du sie rechts trägst, weil du möchtest ja auch deine Uhr hier nicht mit irgendwas verkratzen oder zerdrücken. Das ist halt so das Problem bei sowas. Aber da wären wir bei dem großen Vorteil gegenüber dem VW ID. Buzz, bei dem ich kritisiert habe, warum haben wir denn drei Sitze, hinten aber nur zwei Isofix-Punkte und dann noch nicht mal auf dem Beifahrersitz. Das heißt, beim ID. Buzz könnt ihr nur zwei Isofixe befestigen. Und da müsst ihr auf einen 6- oder 7-Sitzer warten. Hier habt ihr halt das. Ja? Und das schon so. Ne? Drei Isofix-Punkte, das bietet eigentlich kein anderes Elektroauto. Zumindest nicht in diesem Preissegment. Sagt mir gerne, wenn euch da was einfällt. Dann sehen wir hier so ein Tischlein. Das ist auch super wichtig für die Tochter, für den Sohn, ne, der hier sitzt oder die hier sitzt. Einfach, keine Ahnung, hier mal, wenn sie allzu quengelig wird bei der längeren Fahrt, auch wenn man das nicht sollte, ein Tablet oder ein Büchlein hinlegen oder ein Getränk hier reinmachen, das ist doch top. Was will man da eigentlich mehr? Ne? Ich persönlich könnte jetzt hier wahrscheinlich auch noch Platz nehmen, so rein von der Idee her, ne, weil man möchte ja vielleicht auch mal jemand Erwachsenes mitnehmen und nicht nur immer Kinder in der Gegend rumfahren, wobei der Fokus natürlich schon definitiv auf dem Kind liegt. Jetzt gucken wir mal, was für ein talentierter Daddy ich bin, um so ein Isofix wegzumachen. Ne? Vor allem auch, um zu gucken, wo sind die Isofix-Punkte? Ja, aber da wären wir wieder bei der Thematik. Ich komme nicht an den Isofix-Punkt. No chance. Ich habe hier auch meine Uhr. Meine schöne Uhr, die ich zu meinem wievielten Geburtstag habe ich die von meiner Frau gekriegt? Wie alt bist du? Ja, ey, jünger als du, wie es klingt vom Stefan der Stimme her. Ja, 36, mein Lieber. Gut, dass mein Schwager weiß, wie alt ich bin. Nee, komme ich nicht ran. Ich komme nicht an, mit den Händen. Ich komme nicht an den Isofix-Punkt ran. So, und deswegen wird es so eine Tortur. Da müsste ich eher meine Frau fragen. Ich kann euch das jetzt gerade leider nicht zeigen. Zeigen wir es vielleicht gleich mal in einem anderen, wenn ich noch dran denke. Fakt ist, das ist toll für die Familie. Und ich zeige euch jetzt noch was richtig Cooles. Denn stellt euch mal vor, Weihnachten kommt, wie in der Werbung, ne? bei dieser Möbelgeschichte, ne? Wo immer der schwedisch sprechende Sprecher kommt. Und dann wollt ihr einen Christbaum kaufen und sagt, boah, nee, diese ganze Dach-Action ist mir viel zu viel. Dann macht ihr Folgendes, ihr haut einfach die Sitze raus, klappt diese Rücksitzbank um und macht dann Folgendes, ihr klappt auch vorne den Sitz um. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern so. Achtung. Schau, das kannst du noch nach hinten schieben so. Na? Was sagt ihr dazu? Ein komplett runterlegbarer Sitz. Das heißt, ihr könnt eine Länge von 3 Meter und 5 Zentimetern hier platzieren, von hinten bis hier vorne in die Ecke. Ist das was?
Ist doch mega. Oder wenn ihr keinen Beifahrer habt, hier einfach mehr Platz schaffen, keine Ahnung. Also das ist wirklich top. Also genau das meine ich mit intelligentem Innenraumkonzept. Und was euch vielleicht schon aufgefallen ist, wenn ihr sehr aufmerksam seid, ist hier oben ein Highlight, das ich euch noch zeigen möchte. Highlight aber auch nur in Anführungsstrichen. Die Anführungsstriche sage ich euch gleich. Das ist diese mega geile Ablage. Schaut euch das mal an. Hier oben ist jetzt zum Beispiel ein Kuscheltier. Hier oben könnt ihr ein Handy hintun, Geldbörse, keine Ahnung, alles Mögliche, denn das ist wirklich ein Ablagefach, aber auch transparent, damit ihr sehen könnt, dass da oben noch was ist und nicht so rumkruschen müsst, wenn es vorgerutscht ist oder hintergerutscht. Das seht ihr hier so. Das ist natürlich gewölbt, dass es nicht rausfliegt seitlich. Und darüber sehen wir ja noch das Glasdach. Also ist das cool oder ist das cool? Allerdings, jetzt kommen die Anführungsstriche, dafür müsst ihr leider happige 990 Euro, wenn ich mich recht erinnere, hinblättern. Denn dieses Paket mit diesen Ablagen ist nur mit dabei, wenn ihr das Glasdach nehmt. Und das wird für den einen oder anderen vielleicht schon so grenzwertig sein finanziell, weil das nicht günstig ist, ganz ehrlich, 990 Euro. Dann habt ihr aber das halt hinten, ne? Das ist ein bisschen so campingmäßig. Ja, schaut mal, hier, ne? Auch nicht zu vergessen, ihr könnt ja von hier nochmal hingreifen. In dieses Fach, das wir vorhin von hinten geöffnet haben. Allerdings, meine Frau zum Beispiel könnte das jetzt absolut nicht. Also wenn jetzt meine Tochter irgendwas vergessen hat und hier sind die Kindersitze drin, ich komme ja gerade mal mit meiner Körperlänge hier so ran, könnte aber auch nicht richtig reingreifen. Das heißt, ich müsste hinten aufmachen. Ach, boah, ich bin so gut. Schaut mal, woran ich doch gedacht habe. Guckt mal. Wenn ihr nämlich sagt, ich komme nicht dran dort, weil ich zu klein bin, oder warum auch immer. Ich möchte hinten aufmachen, aber hier hinten parkt ja ein Auto so eng an uns. Und ihr habt ja vorhin gesehen, diese Heckklappe, die geht schon ziemlich auf. Dann macht ihr Folgendes. Achtung, mal sehen, ob ich den Knopf finde. Hier. Ist das klug oder ist das klug? Das heißt, hier passiert gar nichts. Egal, was hier parkt, ihr kriegt das trotzdem auf. Könnt hier noch was aus dem Kofferraum nehmen, die Windeln. Meinetwegen könnte man sogar noch den Kinderwagen rauszerren. Aber dann verkratzt man dieses wunderschöne Hartplastik. Und natürlich auch einen Koffer könntet ihr rausnehmen, aber ihr habt Zugang zu diesem Fach. Und zwar direkt aus unmittelbarer Nähe. Super, super clever gemacht. Aber wie gesagt, dieses Paket mit diesen Fächern, 990 Euro. Wenn ihr jetzt sagt, mir ist dieser Wagen zu kurz, toll, diese ganzen Ablagen, die uns der Glatzkopf erklärt, aber trotzdem zu kurz, dann gibt es für die vorletzte Edition, also für die dritte Edition, gibt es eine L-Variante, die dann nochmal größer ist als dieser hier. Und dann hat man sogar 1050 Liter Kofferraumvolumen. Aber leider keine elektrischen Türen, wie ihr sehen könnt. Da ist er natürlich dem ID.Buzz hinterher. Das ist schon eleganter und es geht nicht nur um Eleganz, sondern es geht auch um praktikabel. Denkt mal dran, ein Kind. Ne? Also ihr habt zwei Kinder, so Rabauken wie meine. Meine Jungs sind absolute Rabauken. Der eine steht hier, hat seine Hand hier, der andere schiebt von hinten die Tür zu. Ja, viel Spaß. Und mit einem Knopf ist es anders. Da spielt man eher mit dem Knopf. Ne? Da drückt man den Knopf und dann geht die Tür zu, hat auch einen Einklemmschutz. Das hast du hier halt mechanisch nicht. Kleiner Minuspunkt. Aber sonst wirklich ganz, ganz viele Pluspunkte, die ich euch jetzt hier gerade erklärt habe, wie ich finde, was die Familientauglichkeit dieses Autos betrifft. Und er ist auch wirklich kompakt und kurz und super Wendekreis. Dazu kommen wir aber gleich, wenn wir drin sitzen und die Perspektive des Fahrers, die hier etwas in den Hintergrund rückt, weil man ja das Auto aus purer Pragmatik und Selbstlosigkeit kauft, das erkläre ich euch einfach mal beim Fahren. Was haltet ihr davon? Kommen wir doch zu den technischen Daten, liebe Freunde. Der Citroën e-Berlingo hat 136 PS, also 100 kW Motorleistung, einen 50 Kilowattstunden Akku, allerdings leicht drunter die nutzbare Akkukapazität, beschleunigt in 11,7 Sekunden von 0 auf 100. Klar sind das jetzt nicht die ultimativ beeindruckenden Daten, aber darum geht es ja bei diesem Auto eigentlich auch gar nicht. Jetzt müsst ihr mir helfen, einfach für die Zukunft, damit ich weiß, wie meine Ansprechhaltung ist, ganz speziell bei Preisen und sowas. Es ist ja jetzt kein Geheimnis. Ich bin ja auch Papa, ich habe ja auch drei Kinder und ich kann mir halt ein Auto leisten, das über diesem hier ist. Aber es gibt halt eben sehr viele, die sagen, ich brauche ein bezahlbares Elektroauto. Und vielleicht gehört das nicht dazu für euch. Ich kann es nicht so genau einordnen, wann fängt es an, wann hört es auf. Viele erwarten ja auch irgendwie einen Neuwagen für irgendwie 10.000 Euro. Das kann es halt auch nicht sein, erwarten dann aber wahnsinnig viel Ausstattung dafür. Also los geht es bei diesem Auto in der Ausstattung Lifepack und da seid ihr bei 36.490 Euro. Wenn ihr 38.000
690, glaube ich, bezahlt, kriegt ihr den Feel. Darüber ist der Feel Pack, der kostet 39.000 ein paar zerquetschte. Und diesen, also diese dritte Edition, gibt es dann auch lang, als Langversion, als XL. Der ist dann nicht 4,40 Meter, sondern 4,75 Meter lang. Also nochmal wesentlich mehr Platz hinten, dann also ab der zweiten Sitzreihe. Und dann gibt es noch den Schein. Habe ich euch ja erklärt, mit diesem mehr Schein als Sein Spruch. Und der kostet dann 41.000. Genauso wie der Live Pack als Langversion. Das ist jetzt halt schon nicht wenig Geld, beurteile ich jetzt mal. Aber es ist ein Neuwagen und die Umweltprämie könnt ihr davon ja nochmal abziehen. Fast 10.000 Euro. Also unterm Strich kriegt ihr den vollausgestatteten, also nicht den vollausgestatteten, die höchste Variante für knapp über 30.000 Euro. Vollausgestattet ist der dann nicht. Da kommen sehr viele Sachen mit dazu. Machen wir es kurz. Bis zu 7.000 Euro könnt ihr noch rein konfigurieren. Obendrauf. Da seid ihr schon bei fast 50.000. Es gibt Dinge, die sind sinnlos, es gibt Dinge, die verstehe ich nicht so ganz, zum Beispiel Sitzheizung, 300 Euro zusätzlich. Warum, wenn wir schon die höchste Edition nehmen, warum ist das nicht mit dabei, also für vorne. Dann natürlich dieses ganze System, was ich euch erklärt habe, mit dem Glasdach und diesen Halterungen hier oder diesen Aufbewahrungsboxen für 900 Euro. 900 übrigens, nicht 990, wie ich es gesagt hatte anfangs. Aber Head-Up-Display zum Beispiel ist sehr interessant, glaube ich, kostet 400 Euro. Guckt euch mal die Preisliste an, entweder ich verlinke es euch oder geht in den Konfigurator bei Citroën. Head-Up-Display super wichtig, ist aber nur eine Plastikpaneele, die rausfährt, also keine Projektion in die Windschutzscheibe auf klassischem Wege. Dann natürlich solche Sachen wie dieser Spiegel hier, schaut euch den mal an. Dieser Spiegel ist ein Kinderspiegel, kostet 150 Euro. Sehr teuer, wenn man so bedenkt, aber ein sehr sinnvolles Extra, weil du siehst alle drei Insassen hinten, ob die halt schlafen. Sonst muss ich mich ja so umdrehen, wenn ich das Kind hinter mir sehen will. So sehe ich hier hoch und sehe sein Gesicht oder ihr Gesicht und weiß, okay, das Kind schläft oder hat Schnuller verloren oder was auch immer. Sehr sinnvoll. Anhängerkupplung, haben wir ja schon gesagt, 350 Euro knapp. Also guckt euch das mal an. Es gibt schon sehr sinnvolle Extras, die man hier rein konfigurieren kann, die auch mal 750 Euro kosten, aber die, auf die ich nicht verzichten würde. Zum Beispiel eine dritte Sitzreihe gibt es ja auch optional. Bei dem Citroën e-Berlingo, guckt euch einfach mal die Editionen an, Vergleich. Das ist aber nicht wenig Geld. Es ist aber okay. Also ich finde es jetzt auch nicht jetzt krass überteuert, wenn man mal ehrlich sein soll. Denn vielleicht gibt es andere Autos, die sind schneller und krasser und besser, aber die bieten halt nicht so viel Platz. Und es geht hier ja um Familie. So, wir haben diese Modi, also den Drive Mode Selector. Wir haben hier einmal den Eco-Modus, den Normal-Modus und den Power-Modus. Es gibt den ja auch nochmal als Lieferwagen. Nicht vergessen. Gibt den ja nochmal als Lieferwagen. Die volle Power von 136 PS kriegt ihr im Power-Modus. Und je nachdem, in welchem Modus ihr euch befindet, kriegt ihr halt dann die Leistung vom Motor. Das müsst ihr wissen, falls ihr also die maximale Leistung zum Beschleunigen auf die Autobahn wollt, müsst ihr in den Power-Modus. Ich fühle da keinen großen Unterschied, ganz ehrlich. Rekuperation, wir haben einen B-Modus, dieser ist hier unten, wenn ihr den drückt, also wenn das leuchtet, dann seid ihr im Brake-Modus, das heißt, jetzt gehe ich vom Fahrpedal und der rollt, wenn ich den B-Modus drücke, verzögern wir. Und im städtischen Verkehr etwas vorausschauend fahrend, könnt ihr damit sogar relativ gut regulieren. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Vorfahrt gewähren, seht ihr über die obere Kamera, der Duster ist vor uns, ich gehe vom Gas, reicht aber nicht, ich muss nachbremsen. Und auch sonst haben wir nicht den Stillstand, sondern der Wagen rollt weiter, wenn ich vom Bremspedal gehe. Wenn ich dieses komplett durchdrücke, haben wir aber kein Auto-Hold. Das ist vielleicht auch wichtig. Dann haben wir hier noch einen Drehregler, wenn es mal wirklich richtig dirty sein soll, Offroad-mäßig. Oder ihr einfach mal auf dem Nürburgring fahren wollt und mal richtig den Wagen so richtig in die Kurve hauen wollt, sodass die Fliegen auf der Seitenscheibe kleben, weil ihr so krass driftet. Dann den hier, das ist irgendwas, Francesco meint, das ist der Texas-Modus, weil wir hier so einen Kaktus sehen. Also wenn ihr in Texas fahrt, dann das hier. Ja, das sind also Schnee- und Regenmodus, ist ein Frontantrieb. Also ist jetzt nicht so zu sehen wie bei einem Allrad, so diese ganzen Modi, ist mehr eine Spielerei. Schöne Ladeschale mit viel Platz, da kann ich sogar noch meine Insulinspritze davor klatschen, das Handy lädt, alles tippitoppi. Leider nur eine Einzonenklima, wenn ich hier die Lüftung stelle, ist sie für jeden an oder aus, je nachdem. Das Display ist, glaube ich, nicht Serie in dieser Größe. Dann haben wir hier die Ladepunkte, die wir so antippen können, aber ich kriege dazu jetzt irgendwie auch, glaube ich, keine Info, wenn ich mich nicht täusche. Nein, das bringt mich wieder dorthin zurück, wo ich war. Nee. Und Straßennamen und sowas, also es ist jetzt nicht so modern, dieses Navigationssystem. Ne? Also ihr seid da ein bisschen
auf euch gestellt, um das jetzt mal so zu sagen. Aber hey, er ist gemütlich, finde ich gut. Kann jetzt chillig fahren. Ist natürlich laut, dieses Hartplastik, wenn man da mal mit dem Ring oder mit der Uhr draufklopft. Aber an und für sich eine gute Geschichte. Im kombinierten Verbrauch habe ich 21,5 Kilowattstunden ermittelt, heißt städtische Fahrt und noch kurz Landstraße mit 80, 90. Und innerstädtisch, so wie jetzt zum Beispiel, kriegt ihr ihn unter 20 Kilowattstunden. Gar keine Frage. Was habe ich denn beim Personal 2 gemacht? Das ist aber nicht wirklich aussagekräftig, sind erst 2 Kilometer. 14,4 Kilowattstunden. Ja? Wenn die so rumrollt, wir haben wie viel Grad, das zeigt meine analoge Uhr nicht an, sehe ich gerade hier nicht, doch 12 Grad, 14,6, das ist krass. Und da bietet sogar den MG5. Ne? Also man kann ihn mit deutlich unter 20 Kilowattstunden fahren und dann kommt ihr auch auf eine Reichweite von locker 300 Kilometern raus. Im Winter nicht, aber so jetzt zu diesen Temperaturen schon. Das ist okay. Jetzt stellt sich dann halt nur die Frage, wie das auf der Autobahn ist. Und da habe ich leider nicht nur so gute Nachrichten. Und los beschleunigen wir auf die Autobahn. Und ihr seht hier schon, eines der wenigen Elektroautos, das 240 km/h fährt, auf Winterreifen wohlgemerkt. Ja, das ist jetzt natürlich ein Punkt. Dieser Sticker ist natürlich, eigentlich schafft er nur die Hälfte fast, um ehrlich zu sein. Ja, Mai, ich weiß nicht. Das ist auch wieder so die Frage, die ich euch stelle. Leute, bitte sagt mir, bin ich zu wenig pragmatisch oder seid ihr pragmatisch her? Stört euch das nicht? Bei 135 km/h ist der Wagen abgeriegelt. Das ist doch sehr wenig, finde ich. Warum ist das wenig? Stellt euch doch nur mal vor, auch wenn ihr im Ausland fahrt, wo jetzt viele sagen, ja Chris, aber im Ausland darfst du doch sowieso nur 130 fahren. Ja, stimmt. Die meisten fahren aber trotzdem 140, 150, die inländischen ganz speziell. Und wenn du da mal jemanden überholen willst, der 130 fährt, aus irgendeinem Grund, haut er dir bei 135 einfach den Begrenzer rein. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Fährt auch relativ zügig hoch. Ne? Hier wären wir wieder bei dem Punkt, je nachdem in welchem Modus ihr seid, habt ihr entsprechend die Power zur Verfügung. Und jetzt, ja, 136 Tacho, Schluss. Da ist einfach mal Schluss. Und das ist gar nicht so laut. Fällt dir das auf? Ja, das ist echt gut abgedichtet. Das ist echt gut abgedichtet. Also der MG5, der träumt von sowas in Sachen Akustik. Ich muss mal gucken auf den Schildern, dass wir wirklich Richtung Bad Dürkheim fahren. Ein wunderschönes Fleckchen Erde, aber da wohnt einer der schlimmsten Typen, die ich kenne. Weiter will ich es gar nicht ausführen. Wollte ich nur kurz als Anekdote einführen oder einbringen. Er zieht relativ zügig hoch. Also man kann hier auch auf der linken Spur mal sein, aber halt nur mal sein bis 135 km/h. Und das ist dann doch schon so wieder diese Bevormundung. Ja? Jetzt ist 50 Kilowattstunden nicht so groß, aber auch nicht so klein. Ein i3S fährt zum Beispiel 160 km/h und hat einen 38 Kilowattstunden Akku, also verstehst du, was ich meine? Das ist halt einfach wenig. Und dann ist auch bei Topspeed und verbraucht dann entsprechend. Also wir sind jetzt bei 34 Kilowattstunden. Auf 90 Metern Höhe finde ich gut, dass das Navi das sogar anzeigt. Man kann jetzt auch mal hier schnell den Tempomaten und das Ganze ausprobieren, wie er da so ist. Ne? Gut, ja, wir haben eine üppige Möglichkeit, Assistenzsysteme dazu zu konfigurieren. Da haben wir ja schon darüber geredet. Er ist wirklich überraschend leise. Also ich kann mir vorstellen, dass die Kinder hier bestens hinten schlafen. Mit dem schönen Dach, das ja auch wirklich ganz weit hintergeht mit der Glasfläche. Und wenn ich mal den Hasen möchte, Francesco, wo hast du den Hasen hingetan? Ganz ehrlich. Siehst du das? Toll. Ja, der Hase ist weg. Aber man kann halt hier zum Beispiel so meine Insulinspritze könnte ich reintun. Und das Gute ist, hier oben, ich sehe es, und hier oben ist so eine Trennwand, dass es nicht nach hinten rutschen kann, wenn ich mit den ganzen 136 PS Gas gebe. Nee, ist ja super, ne, dass man daran gedacht hat. 137 Tacho, wie gesagt. Ruhig, federt schön, angenehmes, komfortables Fahren. Tolles Raumgefühl, sehr hoher Verbrauch. Also, selbst wenn man hier 120 fährt, wirst du nicht allzu sehr unter 30 Kilowattstunden kommen. Und das resultiert natürlich, Verzeihung, in einem sehr geringen Autobahnreichweite. Navigationssystem noch kurz zum Abschluss, brauchen wir keine große Philosophie draus machen. Fahre mich zu am Bullham 1 Jever. Die Bremsen sind halt bei dem Auto auch echt krass.
Ne, also die sind wirklich, die greifen richtig bissig. Da haut es dir manchmal auf den Kopf vor. Ulham 1, Jever, navigieren. Also, ist das korrekt? Ja. Route zu am Ulham 1, Jever, wird berechnet. Also das war jetzt wirklich nicht das Schnellste, aber ich war fest davon überzeugt, dass er das garantiert nicht schafft, oder? Ganz fest davon überzeugt war ich, weil das ist schon Steinzeit-Navi so ein bisschen so. Ne? Also wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, ja, die grafische Auflösung, dann natürlich, was mich stört, man kann hier halt einfach nicht mehr rauszoomen als das. Reinzoomen, ja, geht auch relativ zügig, aber rauszoomen geht halt nur bis hierher. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf diese Ladesäule gehen, ne, also grafisch ist das jetzt natürlich nicht so das Creme de la Creme. Also, das ist jetzt nicht. Und von der Routenplanung dürft ihr jetzt auch keine Wunder erwarten, bitte. Aber sie hat das Ziel gefunden. Die Berechnung der Strecke läuft immer noch. So cool, dass ihr es gefunden habt, die Sprachwahl. Aber der Rest, ja, ist halt wirklich eher so. Wirklich sehr auf Pragmatik. Ich möchte da ehrlich sein. Aber der Fahrkomfort, der hat mich wirklich überrascht. Finde ich top hier so mit den Ablagen. 168 Liter an Stauvolumen haben wir hier durch diese ganzen Pakete. Und es ist doch schon stattlich. Das gefällt mir. Und deswegen, das, was er können muss, das kann er sehr gut. Ganz ehrlich, für diese langen Strecken, Autobahn, ich fahre jetzt auch ab, nutzt man das mit der Routenplanung wahrscheinlich sowieso nicht oft, weil wenn, dann fährt man an einen sowieso bekannten Ort. Ja, nach einer doch relativ kurzen Autobahnetappe muss man doch schon sagen, vor allem wenn man viel reist, je länger die Strecke, desto kürzer ist dann natürlich diese Autobahnetappe, die man mit dem E-Berlingo schafft, kommt dann die Ladesäule. Hier ist es wichtig für alle Neulinge in diesem Bereich zu wissen, dass sie am besten immer die dünneren Säulen anfahrt mit dem Auto, denn die dicken Säulen sind oft die 300 kW Lader und das braucht ihr nicht, denn ihr braucht ja eigentlich den 150 kW Lader auch schon nicht. Ein 100 kW Lader reicht und zur Not tut es eigentlich auch der 50 kW Lader bei diesem Fahrzeug, denn die Ladeleistung liegt bei knapp 75 kW. Das kennen wir schon vom Opel e-Corsa und Konsorten, auch Stellantis. Es wird zwar gesagt, an einer 100 kW Säule dauert es so und so lang, aber 75 zieht er maximal. Wie lange dauert es denn nun? Also, wenn ihr leer seid, gibt Opel, genauso wie auch Citroën, an knapp 30 Minuten von 0 bis 80%. Also nicht von 10 oder von 5, das gibt jeder Hersteller verschieden an, sondern von 0 bis 80 und das ist doch ein sehr guter Wert, finde ich. Denn wenn man die Akkukapazität berücksichtigt, die ja netto nutzbar knapp unter 50 Kilowattstunden liegt, entsprechen diese 80% in diesen 30 Minuten so ja, knapp, sag ich mal, 38 Kilowattstunden, die ihr da nachladet. Und mit diesen 38 Kilowattstunden könnt ihr so städtisch, denke ich mal, 200 Kilometer weit kommen, auf der Autobahn natürlich weniger. Das Ladeport oder der Ladeport ist hinten links am Fahrzeug. Und sieht gar nicht mal so unschick aus, wie ich ganz ehrlich sagen muss. Also es ist gut integriert, auch mit diesem Radkastenbogen. Ich war vorhin überrascht, als ich es aufgemacht habe. Sieht eigentlich ganz schick aus. So, ne? Auch wieder mit diesem Plastikcup, das mag ich halt nicht, aber das hat selbst mein EQS. Was will man dann von einem E-Berlingo erwarten, anstatt hier einfach so einen Mechanismus mit so einer Klapptür zu machen. Wäre halt einfach wesentlich praktischer. So, und dann steckt man den guten an. Wie gesagt, eine 50 kW Säule macht es auch, denn die 75 kW Ladeleistung, die zieht er ja nicht ultimativ konstant. Das heißt, schaut mal, seht ihr? Das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache. Die hätte ich jetzt niemals gemerkt, wenn ich das nicht ausprobiert hätte. Jetzt ist euer Kind auf dieser Seite. Die drei Kindersitze sind drin. Also das Kind kann nicht auf der anderen Seite aussteigen, weil es ja über alle anderen drüber steigen müsste. Das Älteste, die anderen schlafen, das möchte auf die Toilette, weil wir sind ja sowieso bei der Rast. Kannst halt die Tür nicht aufmachen. Lässt er auch nicht zu. Sehr intelligent, aber die Sache ist trotzdem dumm, weil deswegen. Also du kannst ja hier die Tür nicht aufschieben, die geht ja bis hier hinter. Das heißt, ein Nasenlader wäre in diesem Fall tatsächlich praktischer gewesen. Das heißt, der Papa, der jetzt seine Ladekarte holen möchte, der muss jetzt halt dann in diesem Fall ums Auto rumlaufen. Und wenn sein Geldbeutel, so wie in meinem Fall, da drüben ist, muss er sich hier so drüber strecken. Viel Spaß an alle kleinen Personen, viel Spaß beim Aufwecken der Kinder. Ja,
Also da muss man tatsächlich sogar mitdenken, welches Kind schläft wie, damit man es so platziert, dass wenn man an die Ladesäule fährt, ja, das ist ja schon eine ziemlich tricky Sache. Und dann nehme ich meine EMBW Mobility Plus Karte, verlinke ich euch unten in der Beschreibungsbox, da könnt ihr dann gucken, was so das Laden kostet in der Regel. Ne? Als ADAC-Mitglied zum Beispiel in meinem Fall könnt ihr eigentlich so gut wie überall in Deutschland wirklich laden, auch im Ausland tatsächlich. So, zack und los geht der Ladevorgang. Ja, also unterm Strich seien wir mal realistisch, wenn der Wagen auf der Autobahn bei wirklich nicht schnellen Geschwindigkeiten, wir haben ja gerade schon festgestellt, 135 ist Sense, also sagen wir mal 120 km/h, 23 Kilowattstunden verbraucht, seid ihr nach 200 Kilometern eigentlich am Ende. Am Ende der Akkukapazität letzten Endes. Jetzt müsst ihr hier nicht drauf achten, ich habe jetzt bei 81% angeschlossen, da zieht er natürlich nicht mehr so viel. Das heißt, ihr fahrt mit vollgeladenem Akku 200 Kilometer, ladet für eine halbe Stunde, fahrt damit aber nur 80% der 200 Kilometer, was ja 160 Kilometern entspricht. Heißt, 360 Kilometer schafft ihr mit einem halbstündigen Ladestopp. Geht so, aber deswegen sage ich, alles über 500 Kilometer muss man schon echt wirklich zur sehr geduldigen Fraktion gehören, in meinen Augen. Dafür sieht er wirklich schick aus. Ich habe mir jetzt hier so eine schöne Bratwurst gerade geholt mit dem Francesco und habe ihn noch mal so angeguckt, wie man das halt so als Kerl macht, wenn man auf sein Auto guckt. Das mache ich andauernd. Das habe ich hier auch drauf geguckt und habe so gesagt, ja, es ist ein schönes Auto. Es ist schick. Diese Farbe gefällt mir. Es ist praktikabel so, ne? Aber es ist alles steht und fällt hier mit der Akkugröße, wie ich finde. Nochmal die Frage an dieser Stelle, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie fahrt ihr, wie akzeptabel findet ihr das, wie empfindlich sind wir, wenn wir sagen, 200 Kilometer sind halt einfach leider nicht viel. Und während ihr das schreibt, könnt ihr auch ein bisschen weiter oben in der Beschreibungsbox direkt auch mal gucken, wenn ihr euch so ein Elektroauto anschaffen wollt und eine heimische Lademöglichkeit habt, was ja nicht selten ist, ich sehe das öfters so mit Carport und sowas, ist eine Wallbox schon sinnvoll, städtisch laden. Als Innenstadtbewohner würde ich ehrlich gesagt nicht. Das ist schon viel Heckmeck. Es geht, wenn man will, muss aber nicht. Und wenn ihr dann so eine Wallbox wollt, könnt ihr euch nach meiner erkundigen dort. In der Beschreibungsbox habe ich sie euch verlinkt. Das ist eine Envision Digital. Da könnt ihr zwischen verschiedenen Wallboxen aussuchen, mit oder ohne Authentifizierung. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Zuschauer, den Christian, lieben Gruß raus. Er fährt nämlich Straßenbahn in München. Und er hat jetzt dieses Problem mit der Schwiegermutter, möchte er gerne authentifizieren. Damit sozusagen seine Schwiegermutter nicht seinen Strom mitbezahlt, den er verfährt. Er fährt einen BMW i3. Und bei Envision Digital gibt es verschiedene Wallboxen, 100% Grünstromtarif und alles Mögliche. Guckt einfach mal rein, ist eine coole Sache, könnt ihr euch darüber informieren. Und wir fahren jetzt einfach mal weiter. Jetzt wisst ihr, was euch mit diesem Auto erwartet. Mangels größerer Batterie. Nun gut, fassen wir zusammen. Ich wollte euch ja noch den E-Space Tourer zeigen, aber ganz ehrlich, können wir es eigentlich sparen? Zeitlich ist ja das gleiche wie der Opel Zafira E, den habe ich ja schon gemeinsam mit meiner Frau gereviewt. Und da sage ich im Gegensatz zu hier, dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis doch schon sehr stark verschiebt. Bei 51.000 geht der los, also ihr müsst schon mal 51.000 überhaupt haben, um in die Welt einzutreten. Den gibt es in kurz oder in lang, bis zu 5,31 Meter ist der. Natürlich ist es dann von Innenraum eine ganz andere Geschichte. Platz en masse in der XL-Variante als Business-Ausstattung dann ja, locker 75.000 Euro, auf die ihr hoch könnt. Und das ist dann einfach schon zu viel für eine Marke, die keine Premium-Marke ist. Und das merkt man dann halt in Türverkleidungen, an dem ganz kleinen Navi, an dem analogen Tacho. Hier haben wir wenigstens einen digitalen Tacho. Größeres Navi-Bildschirm. Ne? Also es ist schon, hier stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen besser aus, man braucht wirklich wahnsinnig viel Platz, wie im Space Tourer. Und dann halt noch die Option auf einen 75 Kilowattstunden Akku. Und damit komme ich auch zum größten Nachteil dieses Autos. Es fehlt in meinen Augen die Option zu diesem 75 Kilowattstunden Akku, denn damit würde er innerstädtisch zum Beispiel fast schon 200 Kilometer mehr schaffen. Wenn wir den Verbrauch haben, so wie wir jetzt ermittelt haben, oder sagen wir 150 und auf der Autobahn auch halt so, ja, knappe 80 Kilometer mehr Reichweite. Und das macht schon einen Unterschied. Francesco hat gesagt, würde er damit nach Kalabrien fahren müssen, alle 180 Kilometer anhalten, dann würde er es wahrscheinlich gar nicht schaffen, weil die Infrastruktur das gar nicht erlaubt. Mit Ladesäule zu Ladesäule. Kann schon echt passieren. Deswegen greife ich auch wieder ein Zitat von Francesco auf, der gesagt hat, das ist ein sehr, sehr guter City-Tourer. Also für die Erledigungen im Alltag, auch um mal die Oma zu besuchen, wenn nicht wirklich weiter als 300 Kilometer weit wohnt. Einfach alles reinknallen, ein super kompaktes Auto mit viel, viel mehr Platz, wonach es aussieht. Super Ablagemöglichkeiten, clevere Sachen, ein bisschen ungerechtfertigte Sachen auf der Zusatzausstattungsliste, wie zum Beispiel eben das Glas, das schon happig mit 900 Euro.
Und dann natürlich noch die Sitzheizung für 300 Euro könnte schon drin sein für 41.000 Euro Grundpreis. Aber wie gesagt, wenn ihr ihn richtig schön ausstattet in der Top-Variante, habt ihr, wenn ihr die Umweltprämie abzieht, 35.000 Euro ausgegeben. Das ist ein fairer Preis für ein Auto, das im Alltag doch super performt, effizient ist. Und genau das erfüllt, was man als Familie braucht. Einfach viel Platz, gemütlich, schön groß, auch ruhig, wenn es doch mal auf die Autobahn gehen sollte. Wenn es aber nicht allzu weit geht. Das ist mein Appell an euch. Sonst werdet ihr mit dem Auto nicht glücklich. Einfach aufgrund des kleinen Akkus. Und natürlich aufgrund des doch hohen Verbrauchs. 30, 35 Kilowattstunden ist schon viel. Und mit 100 fahren habe ich ehrlich gesagt null Bock drauf, wenn ich es nicht muss. Und auch da wird er jetzt nicht besonders ultra effizient sein. Ja, aber Citroën hat da was Gutes hingelegt. Ich verstehe nur nicht, warum man keine größeren Akkus anbietet. Für die, die genau dann sagen, ja genau deswegen kaufe ich ihn aber nicht, weil ich eben mal 300 Kilometer schaffen können will. Er schaut super schnieke aus. Das ist auch meine persönliche Farbempfehlung für das Auto. So in meinen Augen. Und dann könnt ihr damit, wenn ihr die Regeln befolgt, die ich jetzt so fiktiv aufgestellt habe, gar nicht so viel falsch machen. Das Navi könnte man ein bisschen verbessern, so in der Software, Routenplanung, aber da wären wir wieder beim Thema nicht wirklich für Langstrecke gedacht. Fällt dir noch was auf, wo du sagst, das würde ich gerne anders, hätte ich gerne anders? Das an der Tür, dieses Plastik. Ja, das hier, an der Tür. Dieses Ding, dass das halt hier so hoch geht, hat halt zum Nachteil, dass wenn ihr das Fenster runterlasst, könnt ihr den Ellbogen nicht rauslümmeln, zum Beispiel im städtischen Stop-and-Go-Verkehr, weil halt hier diese Kante ist. Das ist ein bisschen blöd, ne? Aber ansonsten, ja, ist es schon sehr gut nutzbar, finde ich. Bis auf das. Das stört mich. Elektrische Schiebetüren wären vielleicht auch noch eine coole Sache. Und hey Leute, bitte, kein Halogen mehr. Das verzeihe ich jetzt noch einmal und das nächste Mal will ich das nicht mehr sehen. Keine Reviews mehr über Autos mit Halogen. So, keine Macht dem Halogen. Wie gesagt, ja. Okay, so viel zum Citroën e-Berlingo. Schaut vorbei auf meinem Kanal, da gibt es Reviews zu jedem möglichen Auto. Gerade noch ein Lotus Eletre, so heißt er tatsächlich. Jetzt den Citroën e-Berlingo, vor kurzem den MG5 und bald auch wieder was ganz anderes, also das ganze Potpourri der Elektromobilität. Deswegen in meinen Augen lohnt sich auf jeden Fall ein Abo. Ich werde euch nicht enttäuschen. Daumen nach oben, freut mich natürlich auch noch sehr. Und wenn ihr im Onlineshop vorbeischaut auf carmaniac-shop.de, da kommen jetzt bald die Tassen und ich warte immer noch auf die Lieferung ins Lager und dann geht's los. Richtig schöne mattschwarze Taschen, nicht Taschen, Tassen und natürlich noch die Hoodies mit Keine Macht der Schildkröte, Carmaniac oder am Bullham 1 Jever, was das Auto ja eigentlich tipptopp gefunden hat als Adresse. Vielen Dank mal wieder für eure Treue, für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.